Hallo Leute, ihr kennt das, die Steine grün mit Moos und nass vom Tau von der Nacht. Und wir haben heute drei Tipps für euch, wie man mit rutschigen Untergründen umgeht. Fehler Nummer 1, man kriegt Schiss, man verkrampft, die Arme werden steif und man kriegt es nicht mehr hin, die Linie zu halten. Tipp Nummer 1 an der Stelle, Arme immer locker lassen, Gewicht schön zentral auf dem Fahrrad behalten, nicht nach hinten fallen, die Arme dürfen nicht steif werden. Wir müssen immer locker bleiben, damit wir mit dem Fahrrad die Steine aufnehmen können, wieder abgeben können. Wenn das Fahrrad mal leicht rutscht, haben wir so die Flexibilität, dass wir da ausgleichen können und so den Trail doch deutlich sicherer fahren können als mit steifen Armen. So, Tipp Nummer 1, wir bleiben locker in den Armen, können die Steine mit den Armen gut abfangen. Und wenn ihr merkt, das Vorderrad rutscht und wir haben die Arme leicht gebeugt, ist das Fahrrad wesentlich flexibler unter euch und wir können das alles besser dirigieren. Zusatztipp an der Stelle, wenn ihr merkt bei der Fahrt, okay, ich werde wieder steif, ich falle wieder in meine alten Muster, sprecht mit euch selbst, ihr seid alleine auf dem Trail, es interessiert keine Sau. Sagt euch gerne selber, okay, locker in den Armen, den Blick nach vorne und dann wird alles wieder gut. So. Typischer Fehler Nummer 2, Bremspunkte falsch gesetzt. Wir müssen darauf achten, dass wir die Bremse dann ziehen, wenn wir wie hier einen ruhigen Untergrund haben, mal ausnahmsweise keine Steine haben und dass wir ganz entspannt den lockeren Waldboden nutzen können, um die Reifen langsam zum Stehen zu bringen und nicht über rutschige Steine wegrutschen können. Hier haben wir den Platz und die Zeit, das Fahrrad langsam wieder unter Kontrolle zu bringen und den Blick wieder dahin zu richten, wo es weitergeht. Wichtig ist, dass wir beim Bremsen nicht in auf zu verfallen, sondern dass wir immer konstant die Finger leicht an der Bremse haben. Ein leichtes Schleifen ist nie verkehrt. Achtet nur darauf, dass wenn wir wie hier einen rutschigen Stein haben, die Bremse ein bisschen weiter öffnen, damit wir kurz danach, wenn der Stein vorbei ist, dann wieder ein bisschen mehr zupacken können. Also konstant die Finger an der Bremse und nicht auf zu, sondern ein leichtes Schleifen ist immer erlaubt. Wichtiger Fehler Nummer 3 ist immer die Linienwahl und die Blickführung. Achtet darauf, dass ihr weit nach vorne guckt und nicht, wie ich jetzt im Beispiel, direkt vors Vorderrad. Denn wir müssen frühzeitig sehen, macht der Trail eine Kurve oder geht es weiter geradeaus. Und damit wir das sehen, achtet darauf, dass du den folgenden Fehler vermeidest. Oh, gar nicht gesehen, was kommt. Also. Seht zu, dass ihr den Kopf immer oben haltet, den Blick möglichst 2 Sekunden nach vorne bringt, damit ihr frühzeitig seht, hier kommt ein Baum, da vorne war ein rutschiger Stein. Das hätte man alles eher sehen können, wenn man den Kopf ein bisschen hoch nimmt und immer darauf achtet, wo geht's denn eigentlich weiter. Jetzt mache ich euch vor, wie es richtig geht. Los geht's. Was bedeuten 2 Sekunden? 2 Sekunden bedeuten, dass ungefähr da, wo ich in 2 Sekunden bin, 21:22, da läuft mein Blick vor mir her. Das trifft sich ganz gut, denn ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nur, weil ihr weit nach vorne schaut, nicht mehr seht, was vor euch passiert. Denn dafür gibt es das periphere Blickfeld und das bedeutet, wenn ihr den Blick vor euch herlaufen lasst, dann könnt ihr alles sehen, was passiert. Ihr seht, welcher Stein kommt und habt den immer noch unten im Blickfeld. Das heißt, der haut nicht ab und ihr könnt immer noch gut sehen, wo kommt ein Stein, auf den ich aufpassen muss, wo ist eine Wurzel, die glatt sein könnte. Aber achtet darauf, dass ihr wisst, was passiert da vorne und wo muss ich eigentlich hin. Okay. Tipp bedeutet also, den Blick 2 Sekunden nach vorne, schauen, wo will ich eigentlich hin und hier dann rechts am Baumstumpf vorbei und den Trail entlang und frühzeitig sehen, hier geht's nach rechts oder eben auch geradeaus. Kleiner Tipp noch, egal wie locker ihr in den Armen seid, es wird immer Situationen geben, in denen sich das Vorderrad den eigenen Weg sucht. Es kann sein, dass das mal an so einer Steinkante wegrutscht oder an einem Ast wegrutscht. Es kann immer sein, dass das Vorderrad mal so einen kleinen Satz macht. Dafür gibt es Übungsmöglichkeiten. Im Winter geht raus aufs Fahrrad, fahrt mal ein bisschen im Schnee und ihr werdet merken, das Fahrrad sucht sich immer seinen eigenen Weg. Wenn ihr locker in den Armen bleibt, dann kann euch da nichts passieren. Ihr könnt es auch gerne mal im Sommer im Sand üben. Wer schon mal durch so eine Sandgrube gefahren ist, wird gemerkt haben, das Fahrrad sucht sich immer seine eigene Spur. Wenn ihr locker und zentral auf dem Fahrrad bleibt, dürft ihr euch das nicht weiter stören. Warum das Üben so wichtig ist, ist ganz einfach, denn wenn ihr das erste Mal gemerkt habt, dass euch das Vorderrad wegrutscht, entsteht eine ziemlich schnelle Panik und die wollen wir vermeiden. Das heißt üben, um uns dieses Gefühl langsam in die Routine reinzuholen, damit wir das nächste Mal nicht in Panik verfallen, wenn das Vorderrad einen kleinen Satz macht. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen bei all den technischen und rutschigen Trails, ist immer mit den Basics beginnen. Das heißt,
fang nicht mit so einem Trail an, erst recht nicht im kalten Winter, sondern üb, ob du gescheit bremsen kannst, ob das dosierte Bremsen auf Trails klappt, die du bereits kennst, ob das Rutschige, auch taste dich da auch langsam ran. Das heißt, nimm dir einen Trail, den du kennst, der nicht so steil ist, und schau, dass du auch mal bei rutschigem Wetter rauskommst und testest, wie verhält sich mein Fahrrad eigentlich, wenn es mal rutschig wird. Und dann kannst du dich Step by Step an immer trickigere Trails rantasten und nach deine Skills improven. Wir sehen uns im nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und macht's gut.